und herzlich willkommen, liebe Fallout 4 Freunde. Ich bin der Zack mit meinem Let's Play Fallout 4. Vielen, vielen Dank für die netten Kommentare, die ihr so unter meine Videos schreibt. Unter anderem schreibt einer, dass man meine Videos mit einer Geschwindigkeit von 1,5 abspielen müsste, damit meine Sprachgeschwindigkeit auf dem normalen Level wäre. Wie ihr hört, ich kann auch anders, aber ich habe mich nochmal entschlossen, ein bisschen langsamer und ein bisschen gesetzter zu sprechen. Wisst ihr, der Alltag ist schon hart und schnell und hektisch genug. Da muss ich nicht auch noch hier mich mit der Sprache überschlagen und euch so hektisch hier durch das ganze schöne Spiel führen. Und deswegen habe ich mich entschieden, mal das Ganze ein bisschen langsamer zu kommentieren. Nicht, dass ich das nicht könnte, das schnell sprechen, aber ich mach's halt ein bisschen gemütlicher. Was natürlich bei meinen Tutorials wieder gar nicht so schlecht ist, weil man kann das alles in Ruhe nachverfolgen, wie ich das so mache, wie ich so Mods installiere. Ich mache ja schon einige Tutorials zur Mod-Installation. Da ist das gar nicht so schlecht, dass ich so langsam spreche. Aber vielleicht werde ich mich mal hier auch ein bisschen am Riemen reißen und vielleicht mal ein bisschen schneller sprechen. Wenn ihr unbedingt möchtet, dann mache ich das. Ja, ist ja nicht so, dass ich den Wünschen meiner Zuschauer nicht nachkomme. So, in der letzten Folge haben wir einiges an unseren Siedlungen gemacht und haben festgestellt, dass hier überhaupt keine Betten sind. Und deswegen mache ich mal hier diesen Platz frei und stelle hier mal ein Häuschen hin. Kate, was machst du da hinten? Und ihr habt euch auch gewünscht, dass ich zeige, wie ich baue. Also ich soll nicht zwischen den Folgen bauen, sondern ihr würdet das ganz gerne wenn du sehen. Willst, dann lass uns einen Deal machen. Nein, ich möchte nicht handeln und auch keinen Deal machen. Ihr habt euch also gewünscht, dass ich das aufzeichnen soll mit, wenn ich irgendwas baue. Und natürlich komme ich diesem Wunsch auch gerne nach. Und jetzt muss ich erstmal hier diesen ganzen Schrott wegräumen. Ja, das muss alles hier frei werden. So, wie kriege ich das jetzt hier weg? Kriege ich das hier weg? Das kriege ich da weg. Das kriege ich da weg. Das ist mit der Tastatur immer so ein bisschen blöd, weil ich habe auf der rechten Hand, das kriege ich nicht weg, auf der rechten Hand habe ich die Maus und das Markieren, Verwerten ist das R und das Bestätigen ist die Return-Taste. Und deswegen ist das ergonomisch ein ganz klein bisschen blöd. Soll ich den Baum auch wegmachen? Ich mache den Baum auch weg. Ergonomisch ein bisschen blöd und auch ein bisschen dunkel hier. Seht ihr überhaupt noch was? Wartet mal, ich mache mal Licht an. So, was habe ich denn überhaupt für ein Licht? Ich mache mal Licht wieder aus. Ach, ich habe immer noch meine Rüstung an. Ne? Das ist natürlich auch blöd. Kleidung. Kann ich mal so ein lockeres sowas hier und den Bergbauhelm mal ausziehen? Das könnte ich doch machen, oder? Ja, so sieht es doch besser aus. Gut, jetzt ist das Licht des Pitboys auch ein bisschen, es verteilt sich ein bisschen mehr, seht ihr das? So. Gut, jetzt seht ihr auch, was ich hier wegnehme, wie zum Beispiel hier diesen Strauch. Okay, dann machen wir das hier auch noch weg. Und das hier auch noch weg. So, haben wir den Platz jetzt einigermaßen befreit. Was liegt hier noch? Das brauchen wir auch nicht. Sieht doch gut aus, oder? So, das machen wir hier auch noch weg. Ich muss das sowieso erst eben machen mit irgendwelchen Holz. Mit irgendwas muss ich das Ganze noch eben ziehen. Die liegen noch Schienen, die brauchen wir nicht. Guck her, bis hier runter kann ich das bauen. Was hier jetzt eigentlich nicht so schlecht ist. Bis da runter. Und jetzt nehmen wir das auch noch weg. Okay. Hier nehmen wir das auch noch weg. So, und dann haben wir hier eine richtig große Fläche. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die angehen. Ich würde ja mal Folgendes sagen. Wir fangen hier an. Wir fangen hier an und ziehen mal folgendes. Ich muss das erstmal wieder finden. Böden, aber nicht die, sondern die.
Wir haben nämlich 534 Holz und 210 Beton. Das ist erstmal in Ordnung. So. Und ich ziehe das jetzt hier so. Ziehe ich das mal lang. Mal gucken, wie weit ich nach hinten komme. So. Das einmal. Das. Das. So. Und das. Schwebt das schon? Ich guck mal eben. Nee, noch nicht. Oder? Schwebt das schon? Nee. Kann ich dann noch eins? Der würde dann schweben, aber nur ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber ich kriege da eine Menge an schönen Sachen hin. So, das nach hier. Upsala. Ich muss mal eben gucken, wie das hier am besten geht. So, das nach hier. Die müssen jetzt von der Verlegerichtung nicht gleich ausgerichtet sein. Das muss nicht sein. So, das nach hier, das nach hier. Na komm schon. Na komm. Ja, komm. Hallo? Das mit dem Einklinken da, ne, das ist auch eine Qual. So, einmal nach hier. Einmal nach hier. Und. Na, der klingt sich wieder nicht ein. War ja klar. Jetzt klingt er sich ein. So. War ja klar. Ich gucke mir das Ganze mal von oben an. So sieht das aus. Okay, mache ich da noch eine Reihe hin oder lasse ich das erstmal so? Das kommt eigentlich auf die Häuser an. Aber ich glaube, ich mache da noch eine Reihe hin. Wenn das überhaupt geht. Wenn das jetzt hier nicht stört. Wenn das hier nicht stört. Also, gucken wir mal. Klingt er sich da noch ein? Irgendwie nicht, oder? Scheint schon zu stören hier. Kann ich den wegmachen im Busch? Ne, kann ich nicht wegmachen. Ja, dann kommt hier halt keine Platte hin. Ich kann es ja nicht ändern. Dann kommt halt keine Platte dahin. So, hier, da passt aber noch eine. Ja, komm. Da passt noch eine. So, passt hier noch eine? Hier passt noch eine. Da passt noch eine. Hier passt noch eine. Und. Ne, da seht ihr, da geht keine mehr. Da klingt ja keine mehr ein. Watten. Wattendreck. Oder Wattenscheid. Ich würde sagen Wattendreck. Okay, egal. Gut. Dann haben wir schon mal hier eine schöne große Fläche, auf der wir was bauen können. So. Wir können auch, guck mal, wir können auch bis da hoch bauen. Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Treppe hoch. Da können wir bis da hoch zur Straße. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir da mal was hochbauen, oder? Die Frage ist, ob wir jetzt hier Fertighäuser drauf bauen oder ob wir hier selbstständig Wände hochziehen. Ich wäre ja für Fertighäuser. Und zwar Fertighäuser. Was haben wir denn hier an Fertighäusern? Sowas oder gleich was ganz Großes? So, ups, ich bin hier runtergefallen. Ich muss mal eben wieder hoch. So, ihr habt es euch gewünscht, also kriegt ihr das. Nee, ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Aber ich schieb den mal ein bisschen nach hinten. Warum kann ich den nicht nach hinten schieben? Geht nicht. Ich kann den nicht nach hinten schieben. Ich glaube, die kleinen gefallen mir besser. Ich glaube, die gefallen mir besser. Da kann ich nämlich hier einen hinstellen. So eine Hütte. Wie weit kann ich nach hinten?
ziemlich weit. So, ich glaube, da steht sie jetzt genau am Rand. Die steht aber noch nicht gerade. Jetzt geht's wieder nicht. Ich stelle das mal so ab. So, wie sieht das hier am Rand aus? Ja, steht ein bisschen weit nach hinten, oder? Das sieht man von vorne nicht so gut. Komm noch mal her. So. Jetzt steht sie auch da richtig. Okay, jetzt habe ich hier einen schönen großen Vorplatz. Da kann ich vielleicht gegenüber noch eine hinstellen. Eine Reihe müsste ich eventuell noch hier rankriegen. Wie viel Hölzer braucht dieses? Die braucht zwei Hölzer, also zwei. Eins, zwei. Das ist der Platzbedarf für so eine Hütte. Okay. Aber eine stelle ich noch hinneben. Das passt. So. Richtig drehen. So. Genau. Und mal ein bisschen herholen. Ja. So. Na komm schon. Hallo. Jetzt meine ich mal ein bisschen fummelig hier, oder? Warum die immer nach oben hüpft, das weiß ich auch nicht. So. Tada. Auch aufgebaut. Okay. So. Auch aufgebaut. Dann kann vielleicht hier irgendwie nochmal so eine Verteidigung irgendwie hin. Ja, oder ich packe hier noch eine Verteidigung hin. Obwohl hier jetzt eh keiner raufkommt. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal eine Hütte. So. Und in der Hütte. Was brauchen wir denn? Schutz haben wir genug. Energie haben wir nix. Das ist super. Das müssen wir auch noch machen. Energie brauchen wir auch noch. Betten. Wie viel Betten? Ich würde sagen, hier packen wir Doppelstockbetten hin. Seid ihr damit einverstanden? Wenn wir hier Doppelstockbetten hinbauen. Möbel, Betten. Diese Doppelstockbetten. Diese. Die würde ich jetzt hier mal hinbauen. So. So, ja. Ding. Wir haben schon mal zwei Betten. Wer hätte das gedacht? So, und die nächsten packe ich nach hier. So. Ding. Und hier auch noch welche. Und dann hätten wir es erstmal. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr das so gerne sehen möchtet, wie man baut. Wahrscheinlich, ob man die gleichen Probleme hat beim Bauen wie ihr. Ich kann euch versichern, ja, es sind die gleichen Probleme. Klingt das ran? Klingt das nicht ran? Warum geht das gerade nicht zu bauen? Ja, gerade ging's, jetzt geht's nicht mehr. Wie kriege ich dieses blöde Bett hier rangeholt? Da ist es. Es ist ein bisschen fummelig, ich geb's zu. Es soll mit Gamepad besser funktionieren. Aber auch nicht viel. Was mich mal interessieren würde, wer spielt das mit Gamepad und wer spielt das mit Tastatur? Jetzt nur die PC-Version. Ich habe das am Anfang ja mal getestet, mit was ich besser klargekommen bin. Und ich komme bei Bethesda-Spielen tatsächlich. So. Wie viele Betten haben wir? 12. Ich bin begeistert. Ich komme bei Bethesda-Spielen tatsächlich mit Tastatur und Maus besser hin. Das ist mir bei Skyrim auch schon aufgefallen, dass ich da besser mit klarkomme. Okay, so. Machen wir hier noch Energie. Sollen wir hier Energie hinmachen? Würde ich sagen, das rumpelt und pumpelt da zwar hier und ist geräuschmäßig nicht so richtig toll, aber mein Gott, was soll ich machen? Energie, Generator. Ich benötige einen Rang Wissenschaft.
Dann kann ich nämlich den großen Generator bauen. Ich wollte schon immer den Rang Wissenschaft updaten. Aber trotzdem mache ich für diesen kleinen Bereich hier auch einen kleinen Generator. So, für den kleinen Bereich reicht ein kleiner Generator. Den stelle ich mal nach hier. Zur Not kann ich noch einen bauen. So. Okay. So. Jetzt mache ich hier nämlich mal eben Licht hin. Passt auf. Jetzt mache ich hier mal eben Licht. Und Licht geht so. Man nehme sowas. Sowas. Und macht das hier an die Wand. Vielleicht nach hier. Dahin. Und das gleiche nochmal auf die Seite. Nämlich nach da. Dann markiere man das mit der Leertaste und verbinde das Kabel mit dem und verbinde dann das hier, warum das auch immer da oben leuchtet, man weiß es nicht, mit ihm. So. Dann nehme man sich hier so eine Laterne. Sollen wir draußen oder drinnen Licht machen? Draußen haben wir jetzt ja eigentlich Licht, oder? Aber drinnen Licht? Ich weiß nicht. Drinnen Licht? Soll ich wirklich drinnen Licht machen? Guck mal, was das für lustige Lampen hier sind. Ja, die sehen ja lustig aus. Hier so eine Lampe gibt es auch noch. Das sind ja lustige. Eine Straßenlaterne habe ich ja auch noch. Leuchtet die auch? Man weiß es nicht. Die kommen alle von der Mod. So, die kommen alle von der Mod, aber ich weiß nicht, ob die leuchten. Ist mir auch relativ wurscht. Vielleicht kann ich die in der Sanctuary hinbauen. Wisst ihr? So. Das ist ein Feuerfass, das leuchtet garantiert. Das sieht auch cool aus, oder? So, und das sind so kleine Leuchtdinger. Ach, das ist, guck mal. Das sind Kerzen und die brauchen Öl. Ist ja witzig. Das ist ja witzig. So, was brauchen wir denn? Was bauen wir denn jetzt hier endgültig dran? Und wo ist eigentlich die Lampe, die ursprünglich mal da war, die wirklich nur eine Birne, die von der Decke baumelte? Wo ist die denn geblieben? Von der Mod verschluckt. Auch toll. So. Guck mal, hier habe ich solche Sachen, so eine Stehlaterne. Benötigt Strom. Aber die ist doch cool, um die hier hinzustellen, oder? So, reicht es denn, der Strombedarf? Ich baue die mal gucken. Wenn nicht, nehme ich sie wieder weg. Ja, sie reicht. Ich habe Licht. Bin begeistert. Dann baue ich dem auch eine rein. Dann kriegen die hier auch eine Lampe. Ja, gleiches Recht für alle. So. Gut. Sehr schön. So, dann haben wir hier Strom. Und Licht. Ganz toll. Und Betten. Und jetzt brauchen wir nur noch Leute und wir brauchen noch einen Gehweg nach hier. Aber den finden die schon selber. Den finden die höchstwahrscheinlich selber. So, jetzt brauchen wir nur noch mal eine. Ist hier. Warte mal. Benötigt. Da ist schon einer, der bewacht das. Hier. Nee, ich brauche hier noch Leute, die Pflanzen ernten. Hey. Mach mal. Mach dich mal nützlich. An diesem Blümchen. Verstehe. Ja. So. Und jetzt. Jetzt habe ich Essen 22. Ich habe total genug zu essen hier. Ja. Ich habe wirklich, wirklich genug zu essen hier. Und da unten haben wir jetzt unsere beiden Häuschen.
auch schön. Gefällt mir sehr gut. Irgendwann räume ich hier dieses, ne, das räume ich auch noch aus. Weg. Ja, wer weiß, ich brauche das hier alles gar nicht. Ja, eine Kochstation kann ich mal drin machen. Hier gibt's Wasser, auch toll. Verteidigung haben wir genug. Hier auf der anderen Seite habe ich auch noch eine Verteidigung. Wir haben hier eine Artillerie. Alles ist gut. Steht hier auch einer? Oder braucht hier einer noch was? Nö, ist weiß. Das heißt, irgendeiner bewacht das hier von denen. Wer auch immer. Warte, ich räume mal wieder auf, wenn ich gerade hier dem... Ich räume mal wieder ein bisschen auf. Weil man kann hier so viel aufräumen mit der Mod, ne? Wie gesagt, in den Videobeschreibungen alle meine Mods, die ich benutze. So, alle meine Mods, die ich benutze. So, den Strauch kriege ich nicht weg. Aber die Kiste kriege ich weg. Und das kriege ich auch weg. Und was ist da noch? Das auch noch. Nee, den Strauch kriege ich nicht weg. Ja, dann halt nicht. Aber die Kisten kriege ich wieder weg. So, ein bisschen Ordnung schaffen. Keine Angst, ich höre schon auf. Ja, keine Angst, ich höre schon auf. Naja, das nehmen wir auch noch weg. So, jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf. Okay, gut. Ja, die ganzen Zäune, die kann ich auch noch mal irgendwann wieder richtig ziehen. Ja, wir sind hier ein bisschen offen. Also überall, ja, die können schon rankommen hier. Ich habe 12 Betten. Theoretisch kann ich noch ein paar Leute hier hinschicken. Ich könnte noch ein paar Leute hier hinschicken. Warum? Damit die Verteidigung noch ein bisschen ausgebaut werden kann. Ich hätte ganz gerne hier hätte ich noch eine Verteidigungsposten irgendwo. Oder hier noch, hallo, hier geht's hoch. Oder besser noch hier. Hier auf dieser, ne, hier ist ein bisschen ungeschützt. Der nächste ist erst da hinten. Dann habe ich nämlich den Bereich hier stelle ich noch einen hin. Hier stelle ich nur eine Verteidigung hin. Schutz. Sowas hier. Sowas kommt noch nach hier. Okay. Und ein paar Selbstschussanlagen mache ich auch noch. So, was haben wir denn da? Benötigt Waffenfreak. Ich will so viel machen. Laserdings. Komm, wir machen mal ein Level up. Wir machen jetzt mal ein Level up. Wir haben ja einen. Wir haben ja einen. Also. Tada. Was will ich denn? Wissenschaftler oder... Waffenfreak. Will ich Waffenfreak oder Wissenschaftler? Hacker. Wo ist denn der Wissenschaftler? Arzt? Intelligenztraining? Wo ist der Wissenschaftler? Da ist der Wissenschaftler. Du hältst Zugang zu Rang 3 Hightech-Mods. Will ich das haben? Aber Rang 2 habe ich doch schon. Warte, ich guck mal eben nochmal. Entschuldigung. Was wollte ich machen? So. Benötigt Rang 1. Also kann ich den doch bauen. Natürlich kann ich den bauen. Der benötigt aber Strom. Weil der ist schon wieder blöd. Strom ist da hinten. Ja, der muss sich Strom erst nach hier hinziehen. Ja, Probleme über Probleme. So. Heavy Machine. Was benötigt der? Der benötigt irgendwie optisch gar nichts.
Der benötigt... Okay. Der benötigt zu viel. So, ich baue den mal nach hier. So, und schwupp rennt er los. Was ja gut ist. So, dann... Will ich hier auch noch einen hinbauen. Pass auf, dann stelle ich hier auch noch einen hin. Der kann dann vielleicht von oben nach unten ballern. Ja. So, vielleicht baue ich ja hier noch ein bisschen was dran. Aber erstmal ist das in Ordnung. So, wo bin ich jetzt bei Schutz? Bei 28. Energie bin ich bei 5, das ist in Ordnung. Gut, alles ist toll. Betten habe ich 12. Ich kann hier also noch... Ja, ich schicke nochmal 3 Leute hier hin. Ich schicke nochmal 3 Leute hier hin. Von wo schicke ich die denn? Von wo hole ich die? Ich gucke mal eben. Ich würde die am liebsten holen. Am liebsten würde ich die holen. Hier vom Starlight. Da hole ich die mal ab. So, ihr Lieben. Kommt mal bitte her. Ihr läuft gerade so spazieren da. Jetzt ist Schluss hier mit spazieren gehen. Wir bewegen euch. Hey. Und zwar bewege ich euch nach Grey Garden, oder? Ja. Grey Garden. Und du auch. Hey. Boah, guck mal, was ich hier... Das ist auch noch... Kooperative. Wo ist der denn? Keine Ahnung. So, du auch. Nach Grey Garden. So, noch irgendeiner, der hier faul rumläuft? Du hast zu tun. Was mit euch? Hallo? Du gehst auch nach Grey Garden. Okay. So. Dann habe ich die erstmal jetzt verteilt, oder? Geht ihr jetzt? Ja. Sie gehen jetzt. Schutz 5. Hier habe ich zu wenig Schutz. Was ist denn hier los? Ich habe hier tatsächlich zu wenig Schutz. Aha. Artillerie habe ich. Ich guck mal eben. Habe ich einen hier drauf angesetzt? Eigentlich ja. So. Ist hier einer drauf angesetzt? So. Da ist einer drauf angesetzt. Da ist keiner. Auch Artillerie ist keiner drauf angesetzt. Das geht natürlich nicht. Hast du was zu tun gerade? Wahrscheinlich nicht. Dann komm mal bitte her. Und zwar gehst du hier auf die Artillerie. Okay. Okay. Und schon ist der Schutz wieder toll. Ja, siehste, geht doch. Geht doch. Die Leute sind auch weg. Jetzt habe ich nämlich nur noch 14. Essen habe ich nur 4. Passt auf. Ich würde ganz gerne hier noch ein paar Mutterbeeren anpflanzen. Hier diese Kürbiskram, ja, das will doch keiner. Das will doch keiner. Hier Nakedai. Ja, Nakedai kann auch ein bisschen dann... So, also, harte machen wir Arbeit, Folgendes. Wie jeden Tag. Immer natürlich. Das Gleiche. Ja, ganz harte Arbeit. Ich ernte mal hier die Melone. So. Und jetzt... lagere ich die. Ja. Die auch lagern. Ja. Und die auch lagern. Ja. Und die auch lagern. Ja. So. Alle sind weg. Okay. Da kommt was Neues hin. So, und jetzt kommen hier. Pass auf. Jetzt kommen hier nämlich Ressourcen. Meine Mutterbeeren hin. Die.
Wie eine nur? Ich kann nur eine machen? Ist aber langweilig. Nee, ich kann noch mehr machen. Wenn die Kate mal endlich hier weggeht. So. Noch eine. Und noch eine. Kate, geh bitte weg. Komm, hau ab. So. Okay, gut. Das war das. Und jetzt brauche ich nur einen, der sich da noch drum kümmert. Hey, du, mach mal hier die Mutterbeeren. Klar. Dass die mir immer durch die Gegend rennen. Hast du noch was zu tun? Hey, mach du mal diese Mutterbeeren. Verstehe. So, was sagt unser Essen? 12, 13, 14, 15. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Die sind alle zufrieden. Sie steht da oben immer noch blöd rum. Warum auch immer. Da ist noch einer. Sie könnte da noch was mit tun. Hey? Kümmer dich mal hier rum. Klar. Ja, dann mach auch. Ja? Irgendwann ziehe ich dir mal was Gescheites an. So, du kannst ja nicht rumlaufen. Geht doch nicht. So. Also. Haben wir hier alles im Griff, oder? 14 Leute, Betten 22. Wasser haben wir genug. Energie vielleicht ein bisschen wenig. Aber hier ist alles im Griff. Okay. Super. Super, super, super. Ich speichere. Und. So. Was nehmen wir als nächstes in Angriff? Wo haben wir noch Artillerie? Beziehungsweise, wo wollen wir sie hinhaben? So. Oberlandstation. Da haben wir noch gar nichts ausgebaut. Das Bootshaus. Da sind sie zufrieden. Da werden sie zufrieden. Guck, jetzt haben wir da 12 Leute. Wir haben auch 12 Betten. Alles ist super. Die Kinderkrippe brauchen wir nicht. Finch Farm brauchen wir nicht. Nordhagen Beach brauchen wir nicht. Die Burg haben wir nur 5. Da können wir nochmal ein paar Leute hinschicken. Da haben wir 2. Da haben wir noch gar nichts. Da haben wir 18. Komm, wir schicken mal von Sanctuary noch welche zur Burg. Dann bleiben wir bei Sanctuary. Ist ein bisschen voll vielleicht im Moment. Da ist ein bisschen voll. Und dann haben wir erstmal wieder das Wichtigste gemacht, oder? Dann müssen wir nochmal eine Siedlung befreien und dann gucken, ob die strategisch gut liegt, dass wir da nochmal eine Artillerie bauen können. Ich glaube, ja, so machen wir das. Das ist eine gute Sache. Und dann machen wir in der nächsten Folge, genau, in der nächsten Folge befreien wir noch eine Siedlung. Und dann machen wir wieder mit der Hauptquest weiter, damit das immer so ein schöner Wechsel ist, wisst ihr? Zwischen Nebenquest, Hauptquest und Siedlung befreien, Siedlung bauen und den ganzen Kram, damit da immer ein bisschen, ne? Wir werden nie fertig mit dem Spiel, meine Freunde, nie, nie, nie. Ich glaube, das ganze nächste, dieses, wir sind ja schon in 2016, ich glaube, wir werden das ganze Jahr daran rumfrickeln. So. Ihr steht hier viel zu viel rum. Passt mal auf. Ihr beiden. Hey, du brauchst gar nicht wegrennen. Du gehst jetzt zur Burg. So, und du gehst gleich mit. Könnt ihr zusammen gehen. Könnt ihr zusammen gehen. Wo ist die Burg? Weg. Kann ich gar nicht auswählen. Ich kann die gar nicht zur Burg schicken. Warum nicht? Weil sie geht jetzt zur Burg. Sie geht... Leute, was ist mit dir? Hey. Mach nochmal. So, pass auf. Ich brauche bewegen. Geht nicht. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen.
Aber ein bisschen mehr Vertrauen, ja? Sonst schicke ich dich zur Burg. Was ist denn hier los? Moment. Das haben wir gleich. Bewegen. Kannst du zur Burg? Du kannst zur Burg. Komm, direkt verschwinden hier. Ja, wer mir sowas an den Kopf schmeißt, der kann direkt gehen. So. Kannst du jetzt nicht mitgehen? Ich möchte, dass du mitgehst. Doch, jetzt kann sie auch zur Burg. Okay. Ja. Jetzt kann sie auch zur Burg. So, kann noch irgendeiner zur Burg von euch? Was ist mit dir? Möchtest du auch zur Burg? Ja, komm, ich schick dich auch zur Burg. Okay. Gut. Da muss ich nur gelegentlich nochmal zur Burg, weil hier haben wir eine Rekrutierungsstation. Ja? Hier kommen die Siedler eh immer alle an. Aber an der Burg haben wir zwar auch eine, das liegt da aber ziemlich weit vom Schuss. Deswegen glaube ich, dass bei der Burg wahrscheinlich nicht so schnell Siedler hinkommen. Und dann verteilen wir die halt selber. Ja? Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. So, jetzt reisen wir nochmal ganz kurz zur Burg. Gucken, ob die da genug Betten haben. Das weiß ich gerade nicht. Nordhagen Beach. Wo ist denn jetzt diese blöde Burg schon wieder? Da ist sie. Guck, jetzt haben wir nämlich 9 Leute. Das ist auch toll. Ich gucke nur eben kurz, ob wir genug Betten haben. So, und dann haben wir genug. Ach mein Gott. Läden wollte ich auch noch weiterbauen. Ja? Wir produzieren ja jetzt einiges. Ich wollte auch noch Läden bauen. Naja, ist halt so. So, warum ist eigentlich immer, wenn ich hier ankomme, Nacht? Hat das irgendeinen Grund? Was haben wir denn hier? Gucken eben, ob es den allen gut geht. Schutz haben wir zu wenig. Betten haben wir genug. Aber auch mit 11 ist das vielleicht ein bisschen wenig. Okay, Schutz brauchen wir noch. Aber das ist ja jetzt nicht so das Problem. Wie machen wir das denn mit dem Schutz? Und vor allen Dingen wo? Hier, auf den Plattformen können wir doch super Schutz hinbauen, oder? Spezialschutz. Wachtposten. Einen großen Wachtposten oder einen kleinen? Der große geht nicht. Geht der vielleicht so? Ne. Da krieg ich den hin. Da geht der. Sieht das blöd aus? Ich versuch's mal. So, komme ich da hoch? Ja. Entschuldigung, ich muss schon wieder niesen. Der ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Der Ausguck. So, mal eben gucken, welchen Knilch ich da drauf ansetze. Wer hier einfach rumrennt wie bestellt und nicht abholt. Gerade war noch einer da. Wo fliegen die denn wieder rum? Da hinten. Egal. So. Wer rennt denn hier rum wie bestellt und nicht abgeholt? Hier mache ich mal Doppelbetten rein. Wo ist der denn jetzt hin, der jetzt gerade hier war? Das ist aber auch groß. Guck mal, hier habe ich noch einen Doktor. Da kann ich noch einen drauf ansetzen. Ja, jetzt suche ich den Knilch, der gerade hier blöd rumrannte. Und schon ist er wieder weg. Die anderen sind noch nicht da. Die brauchen immer ein bisschen, bis die hier ankommen, wisst ihr? So. Die brauchen immer ein bisschen, bis die hier ankommen. Da unten ist er bestimmt nicht. Warum eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Hier habe ich noch ein paar Sachen. Guck mal, hier habe ich auch noch. Die kann ich einfach nehmen, die Sachen. Das ist eine gute Sache. Den Laserturm. Die kann ich einfach nehmen und irgendwo hinstellen. Man kann so viel machen. Man kann so viel machen, meine Freunde. Und guck mal, hier ist hier noch einer umgekommen? Nee. Oder doch?
Wurden wir hier mal angegriffen und ich habe das nicht gemerkt? Nee, oder? Weiß nicht. Da müsste ich ja ein paar Geschütze mehr bauen, damit das nicht mehr passiert. Da müsste ich ein paar Geschütze mehr bauen. Pass mal auf. Sollen wir davon noch ein paar aufstellen hier oben? Da haben wir ja Strom. Sollen wir mal gucken, ob wir hier hochkommen? Guck mal, hier haben wir auch noch was. Aber hier kommt doch... Da unten haben wir auch noch einen. Komm, wir stellen mal einen nach hier. So, wir stellen mal einen nach hier. So, und dann stellen wir noch mal einen nach hier. Aber von da kommt doch eh keiner. Dann sollen die lieber hier rein in den Hof verteidigen. Dann sollen die lieber in den Hof verteidigen. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist echt krass besser. So. Hier auch in den Hof verteidigen. Okay. So. Und dann den, ich da hinten hingestellt habe, da, der kann auch besser in den Hof verteidigen. Wie komme ich denn jetzt darauf? Am besten hier. So. Am besten nach hier. Ich glaube, das ist besser, wenn die in den Hof verteidigen. So. Komm mal ran hier. Du stellst dich bitte nach hier. Du drehst dich ja schon richtig, oder? Ja. Denke ich. Das denke ich. So. Irgendwo pennt jetzt dieser Typ, den ich jetzt noch hier drauf ansetzen wollte. Weißt du, was wir mal machen? Wir pennen jetzt auch mal eine Runde. Mal gucken, ob der morgen früh wieder da ist. Ich suche mir mal eben ein Bett, nämlich im Keller. Und hier in der Waffenkammer steht auch kein Bett. Ah, jetzt suche ich hier schon Betten, wie blöd. Gibt's das denn? Ich glaube, Betten sind hier hinten. Genau. So. Wie lange schlafe ich? Ja, komm. 4 Stunden. Bis 7 Uhr. Mal gucken, ob der Typ dann wieder wach ist. Hast du gut geschlafen? Ich schon. Was machst du denn da? Da lach ich. Hallo. Wir lagen zusammen in einem Bett. Wer gibt's denn das? So. Hi. Da. Hast du was zu tun gerade? Warte, ich guck mal. Du bist doch eigentlich Artillerie, oder? Und was bist du? Schutzgeschütztürme. Nee, gar nicht wahr. Warum steht ihr nicht schon auf eurem Posten? Da kann ich das doch viel besser sehen. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Egal. Befehligen. Hey? Du gehst mal bitte hier oben. Hier oben hin. Zuweisen. Ressource ist zugewiesen. Ja, das macht sie jetzt. Was haben wir jetzt an Schutz? Schutz haben wir jetzt 36. Das ist in Ordnung. Schutz haben wir jetzt 36. Was machst du hier oben bitte? Ach so, du gehst da wieder raus. Na guck mal, von da können die auch kommen. Das ist so eine Einfallroute. Von da können die auch kommen. Das wäre doch dann gut, wenn ich da oben noch einen zum Schutz postieren könnte. Sie ist da postiert, das ist in Ordnung. Sie ist da postiert, aber wenn die hier rüberkommen, ne?
Da mache ich doch mal Folgendes. Pass mal auf. Das setze ich nach hier. Und zwar nach dahin ausgerichtet. So. Da bewacht sie. Hier muss noch einer bewachen. Dann kommen die hier rüber. Guck an. Dann kommen die von hier rüber. Dann setze ich hier lieber noch. Ne? Hier nochmal lieber. Nochmal. So. Vielleicht auf die andere Seite. Hier liegt einer. Vielleicht wurden wir auch schon mal angegriffen und ich habe das nicht gemerkt. Weil, ne, hier liegt einer. Seht ihr das? Das ist ein Minuteman. Sie kommt da gar nicht hoch. Auch wieder scheiße. Mann. Jetzt hat sie keinen Bock mehr und haut ab, oder? Doch, sie kommt da wohl hoch. Ja, man muss sich nur ein bisschen Mühe geben. Minuteman, ja, wir wurden schon mal angegriffen hier. Jetzt seht ihr das? Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Ja, ich lasse es dich wissen. Die kamen hier rein. Ja, das ist ja blöd. Seht ihr das? Die kamen von hier rein. So, was haben wir denn hier? Ja. Okay. Ja, alles klar. Also, wir wurden hier schon mal angegriffen. Und jetzt, pass mal auf, jetzt haben wir... Ich kontrolliere das mal eben. So, jetzt haben wir da oben einen Auskug. Jetzt haben wir da eine... Ein Gerät, das ballert. Da muss ich noch einen postieren. Und da muss noch ein Gerät hin, was ballert. Okay. Dann machen wir das jetzt hier mal ein bisschen zu. So. Hier muss noch ein Gerät hin, was ballert. Ja. Hier. So. Gerät. Das Gerät muss nach hier. So. Okay. Und da kommen die auch reinkommen. Ja, das ist ziemlich. Ja. Aber hier ist ja nichts. Die Frage ist, ob ich das hier nicht einfach zumachen kann, die Wand, mit irgendwas. Das ist die Frage. Weil die kommen ja hier an der Burg, kommen die ja nicht rein. So. Und hier könnten die reinkommen, noch. Aber ich könnte sie ja mit irgendwas zumachen. Jetzt ist die Frage, mit was? Ich komme von Höchskin auf Stückskin. Die Frage ist, mit was kann ich das zumachen? Ich habe ja Betonwände gekriegt. Nee. Ich habe ja durch irgendeine Mod Betonwände gekriegt. Genau, hier diese. So. Die Frage ist jetzt, kann ich die Betonwände hier aufbauen? Das wäre ja super, wenn das gehen würde. Aber ihr seht, es geht nicht. Ich kann die nur ins Freie bauen. Ich kann das hier nicht zubauen. Das wäre zu super, weißt du? Da hätte ich das jetzt hier einfach zugemacht und Ende. Was soll ich dazu sagen? Kann ich das von hier zumachen und Ende? Vielleicht kann ich das ja von hier zu machen. Ich guck mal.
Nee. Schade. Auch nichts Kleineres. Guck mal, hier, da wo es hochgeht, kann ich überhaupt nichts bauen. Hier kann ich mal was bauen. Aber ansonsten kann ich überhaupt nichts bauen. Ich kann das also überhaupt nicht zumachen. Das ist scheiße. Das ist Mist. Also, liebe Bethesda, Leute. Das ist doch Mist. Was fällt mir denn noch ein? Was ist mit normalen Wänden? Oder mit normalen Böden? Ich kann ja hier die Betonböden einfach nehmen und hier hinbauen. Wann geht das denn? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das wäre so schön. Wisst ihr? Wenn ich das einfach zumachen könnte und Ruhe. Ja? Zu und Ruhe. Sozusagen. Was ist das denn hier? Auch das. Es sind so komplette Metallverteidigungsstrukturen. Ja? So komplette Metallverteidigungsstrukturen sind das. Ich guck mal eben durch, ob da irgendwas geeignet wäre dafür. Sowas. Kann ich sowas hier hinmachen? Ist das dann wirklich zu? Man weiß es nicht. Ich glaube es ja nicht. Oder sowas. Hat das schon mal einer gemacht? Und ist das dann zu? Kommt da keiner mehr rein? Ich glaube nicht, weil die sind nicht hoch genug dafür. Das wird wohl keinen aufhalten, wenn ich da so ein Friemelding hinmache. Ja? So ein Friemelding wird wohl keinen aufhalten. So, und was ist das? Oh, wenn ich das da reinbauen könnte, ja? So komplett zumachen. Ah, das wäre so geil. Was macht sie da oben wieder? Läuft da wieder hin und her. Irgendwie ist die Anlage da noch nicht so richtig toll. So. Das kann ich hier auch nicht hinbauen. Nee. Das kann ich hier auch nicht hinbauen. Das ist auch viel zu groß dafür. Nee. Das kann ich damit auch nicht bauen. Nee, meine Freunde, das geht alles nicht. Ja, da könnte ich was bauen. Ich habe es jetzt wirklich versucht, aber es geht nicht. Es geht tatsächlich nicht. Also bleibt nichts anderes über, als diese Einfalltore, wo die reinkommen, zusätzlich zu schützen. Da müsste einer eigentlich stehen und das bewachen. Ja, also ich muss hier das zusätzlich schützen, da wo die reinkommen können. Nützt nichts. Es nützt wirklich nichts. Also, es nützt nichts. Wir müssen da Schutz. Ich komme ja so selten hier zur Burg. So, wir packen den mal nach hier. So, dann haben wir hier diesen Bereich auch nochmal abgesichert. Den Bereich haben wir auch nochmal abgesichert. Okay. So, da oben steht sie, das ist toll. Das funktioniert gut. Ja, also das muss jetzt reichen. Ja, vielleicht haben wir auch deswegen so wenig Leute, weil wir hier schon angegriffen wurden und die alle, ne? Wir müssen das mal weiter beobachten. Ich habe aber auch nirgendwo eine Meldung gehört. Wir werden angegriffen oder sowas. Ja?
Soll ich das mal eben eben drehen? Soll ich das mal eben kurz drehen? So müsstest du bitte da stehen. Okay. Den Radius durchsuchst du jetzt? Noch nicht gut. Noch nicht gut. So. Jetzt ist besser. Okay. Gut. Aschehaufen. Aktivieren. Warum kann ich denn Aschehaufen aktivieren, um Gottes Willen? Naja. Okay. Gut. Jetzt haben wir genug hier rumgekrebst, oder? Jetzt haben wir genug hier rumgekrebst. Eben nochmal Endkontrolle machen. Leute 9, Essen 8, Wasser 46, Energie 16, Schutz 51, Betten 11. Komm, wir bauen noch eben kurz 2-3 Betten auf und dann hauen wir wieder ab. Wir stellen hier eben noch kurz ein Doppelbett hin. 2 Stück. 2 Doppelbetten. So, eben den ganzen Dreck hier wegräumen, damit wir hier schön Betten hinstellen können. So, jetzt haben wir die Ecke schön sauber. Und jetzt stellen wir hier eben 2 Doppelbetten hin. 2 Doppelbetten. Geht schon wieder nicht. Warum nicht? Moment. Es ist immer das Gleiche. Warum geht das jetzt da nicht? Ich kann auch nicht weiter zurück. Ich kann nicht weiter zurück. So, so könnte ich weiter zurück. Aber trotzdem kann ich das Bett da nicht hinbauen. Wie habt ihr die Betten denn dahin gebaut bekommen, bitte? Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Warum kann ich denn... Ich habe genug Ressourcen. Warum kann ich hier in dieser verdammten Hütte kein eigenes Bett hinbauen? Guck mal. Guck mal, alles ist rot. Ich kann hier keine Objekte reinbauen. Null. Ich kann hier keine Objekte reinbauen. Selbst hier so komische... Liegematten nicht. Selbst die komischen Liegematten nicht. Das ist doch. Ne? Ihr wisst schon. Das ist doch. Da muss ich extra wieder eine Hütte bauen dafür. Das kann doch nicht wahr sein. Da, guckt. Keine Baumöglichkeit für diese Sachen. Überall nicht. Da, völlig frei hier alles. Völlig frei. So ein schlechter Witz. Ist doch ein schlechter Witz. Okay. Also. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Fertighäuser. Wie rum drehe ich's? So rum, oder? So rum. Jetzt kann ich das wieder nicht nach hinten schieben. Nee, das ist mir zu groß. Da ist diese kleine Hütte ist dann deutlich besser. So. Da passt sie nicht hin. Da passt sie nicht hin. Da passt... Jetzt passt sie. Okay. So. Wie steht sie da? Naja.
Bedingt toll. Bedingt toll. Das kann man doch nicht so lassen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Aber ich kriege die auch nicht tiefer. Weil der Erdboden nicht eben ist. Seht ihr das? Das sieht doch blöd aus. Das sieht doch saublöd aus. Okay, ich wollte es eigentlich nicht so detailliert machen, aber ihr seht, ich muss es. Ich muss es mal wieder so detailliert machen. So, also brauche ich jetzt erstmal hier wieder die Böden. Und auf die Böden setze ich dann das Haus. Die Böden machen das nämlich schön eben alles. Ich wollte das eigentlich noch nicht absetzen, aber passt das? Scheint zu passen. So. Okay. So, und jetzt einfach das Haus drauf und gucken, ob es besser aussieht. Ich komme wieder von einem, von Hundertstel ins Tausendstel. So, ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel. Bisschen nach hinten schieben. Wie weit kann ich? Bis da. Bisschen nach rechts. Wie weit kann ich? Bis hier. Gut. So. Sauber rein komme ich auch. Okay. So, Betten bauen und dann weg hier. Ja, man ist lange genug hier aufgehalten. Betten, ihr kriegt tolle Doppelbetten. Guck mal, ich kann sogar ein Ehebett bauen. Ah, das baue ich für mich und Kate irgendwann. So, was gibt es hier noch für tolle Betten? Nee, sind alle blöd. Das ist toll. So. Das ist toll. Das stellen wir nach hier. So. Und dann stellen wir noch eins nach hier. Schön in die Mitte. So. Und eins nach hier. Strom machen wir später. So. Strom machen wir wirklich später. Jetzt haben wir 17 Betten. Das muss reichen. Verteidigung haben wir ausgebaut. Das muss auch reichen. Okay, so, jetzt habe ich genug gepopelt hier, ja. In der nächsten Folge, meine Freunde, machen wir wieder eine Quest. Wer steht denn da? Hallo, ach so, du bist es. In der nächsten Folge, meine Freunde, machen wir wieder eine Quest. Irgendeine Siedlung befreien und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Erstmal bis hierhin, jetzt haben wir genug gebaut. Jetzt haben wir zwei Folgen wirklich gebaut. Wir machen nochmal eine Quest, dann machen wir die Hauptquest weiter. Und dann, wenn wir wieder mal bauen, dann machen wir unsere ganzen Händler und die ganzen Strukturen, machen wir dann nochmal schön. Erstmal bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben oder drückt auf den Abo-Button. Ich bin raus, euer Zapp.